Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Dragon Age Origin, wo wir jetzt in den nächsten Raum gehen, wo bestimmt wieder Feinde sind. Oder auch einfach gar keiner, sondern nur ein paar Fässer. Sie sind nur unsichtbar. Einfach friedlich einigen? Natürlich werden wir uns einfach friedlich einigen. Morrigan, bitte brech das ab. Denn die dämlichen Meuchelmörder widerstehen gerade wie ein paar Profis. Wenigstens ist für den Kältekegel immer noch genug Power da. Beziehungsweise da widerstehen die meistens nicht. So, Meuchelmörder festgenagelt. Beide haben sogar ein bisschen was dabei. Wundumschlag, Wunde, Verletzungsausrüstungskit. Was hast du, mein Freund? Du hast einen schönen Saphir. Dankeschön. Vor allem, dass ihr das Beste als Meuchelmörder stehe ich den ganzen Tag in einem Raum rum und warte darauf, dass jemand vorbeikommt, damit ich aus dem Schatten treten kann, um denjenigen anzugreifen. Das ist eine wundervolle Stellenbeschreibung. Sie wird, ist auch egal. Komm her, Kunari. Aber selbstverständlich. Weil wir nehmen dich so schnell auseinander. Oh, Alistair, du mit deiner Blutlust. Ich bin erfreut. Geh mal zum Therapeuten. Wie ihr wünscht. So, jetzt kann ich noch 10 Gegenstände mitnehmen. 9. Wir sollten lieber vorsichtig sein. Oh! Aber selbst. Genau, der Meister hat versagt. Der rennt nämlich einfach in die Falle rein. Naja, immerhin. Geil. Huf entschärft erstmal alle Fallen. Warum? Einfach so, weil das kann wahrscheinlich. Entspann dich, Morrigan. Aber selbstverständlich. Wie wäre es damit? So. Jetzt sind so viele tot, dass wir auch mal wirklich die Falle eben entschärfen können. Und wir haben übrigens 2 Level-Ups. Wynn und Pascal sind eine Stufe aufgestiegen. Zeigt mir einfach die Richtung. Na? Aber selbstverständlich. Rotstahl, Stahl oder Eisen? Nehmen wir Eisen. Ich habe ja eigentlich bei einem schon versagt. Von diesen Kisten, wo ich immer nur das Billigste rausnehmen darf, weil ich nicht dran gedacht habe in dem Moment. In Ordnung. Ach, machen wir erstmal die Level-Ups, ne? So, was kann Pascal noch lernen? Totstellen wollte ich aber nicht. Pascal sollte 2 Waffenbeherrschung weiter lernen. In jeder Hand eine normale Einhandwaffe zu führen. Außerdem sinken die Ausdauerkosten für sämtliche 2 Waffenfähigkeiten. Okay, ist vielleicht doch nicht das Optimale. Oder? Mhm. Machen wir das. Er hat zwar. Also 2 Einhandwaffen wird er wahrscheinlich nicht führen. Jedenfalls nicht gerade eben. So, Geschicklichkeit werde ich wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Klugheit. Ich denke mal, ich kann alles öffnen, was ich will. Wir machen nur noch einen weiteren drauf, wegen... dass es eine runde Zahl ist. Dann geben wir uns 2 Konstitutionen, damit er ein bisschen besser wird. Beziehungsweise ein bisschen mehr HP hat. Ein bisschen mehr aushält.
So, Win, was kannst du denn noch lernen? Du kannst verbesserte Kampfausbildung lernen. Habe ich aber so null Interesse dran. Siege der Lähmung ist eigentlich eine geile Sache. Magier Arcana Meister. Bonus auf Zauberkraft ist zwar auch eine schöne Geschichte. Ich glaube, Magie an sich brauche ich nicht mehr. Werden wir mal Magier ausbauen. Jetzt kriegt ihr noch ein Taktikfeld mehr. Ach, sie kann Arcana Krieger werden. Also eine weitere Spezialisierung lernen. Geschicklichkeit plus 5 Angriff. Was soll sie sonst machen, ne? Ein Charakter erhält auf den Stufen 7 und 14 jeweils einen Spezialisierungspunkt. Kann ich eigentlich auch mit der Konstitution ein bisschen verstärken. Dann kriege ich noch einen Willenskraft. Dann weiß ich gar nicht mehr. Wie sieht's denn bei Morrigan aus? Morrigan ist schon Stufe 2, ne? Ja, man braucht die das nicht lernen. Dann kann die nämlich auch verbesserte Kampfausbildung machen. Wodurch die den einen oder anderen Schlag aushält. Und die kriegt so einen Bonus auf Mana-Regeneration. Und Zauber werden halt schwerer unterbrochen, ne? Also dauert länger die. Also beziehungsweise sie werden mit einem geringeren Wahrscheinlichkeitswert unterbrochen. Habt ihr so eine Aufgabe für mich? Nein, gerade nicht, Alistair. Mir ist nur eingefallen, blub. Ach, wir sehen da schon die Gegner um die Ecke. Ich spüre sie schon durch die Wand. Irgendwelche Befehle? Ja, warte erstmal. Und jetzt kann's losgehen. So, da kommt der Dritte. Das sind die eigentlich schon tot. Ah, da kommt der Wolchemörder. Lebenskraftentzug ist zwar gerade ein bisschen verschwenderisch. So, töt den Kater-Gauner. Jetzt kannst du nochmal versuchen, den Meuchelmörder einzufrieren. Ach, und der verschwindet einfach. Schön. Da ist er aber schon wieder. Und Alistair kümmert sich ein bisschen um ihn. Ach, das ist eine Elfensöldnerin. Weißt du, ich hasse Elfensöldnerin, deshalb werde ich dich direkt mal einfrieren. Ah, hat überhaupt nicht funktioniert. Macht aber nichts. Yeah. Ist auch gut. Moment, ich bin eine Frau. Ist noch gut, ich nehme sie. Lustig, enthauptete Frauen werden ausgeblendet. Enthauptete Männer bleiben die ganze Zeit liegen. Aber selbstverständlich. Ob da eine. Ob da ein Sinn hinter ist von EA? Beziehungsweise von BioWare? Wer weiß das schon? Merkwürdige Geschichte. Da 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 da. Malachie, Granant, Flussbad. Der Flussbad müsste das billigste sein. Aber ich versag ja eh bei dem Quest.
Ah, jetzt sind wir hier. Wo ich mich ein bisschen frage, warum ich nach rechts den Weg schon kenne. Hallo, Spinnen! Verständlich. Euch gab's ja schon lange nicht mehr. Wenigstens ganz einfache Spinnen. Und meine Kettenblitze zeigen ihnen auch schon, wo der Hammer hängt. Sehr gut. Du hast Alistair gut eingefroren. Bäh. Ach, und Morrigan hat ein Level up. Bom, 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 bom. Gut. Dann gucken wir mal bei ihr rein. Magie 35. Sie könnte auch Arcana Krieger machen. Geschicklichkeit plus Angriff. Tja, Geistheiler, schön wär's, ne? So, du kriegst auf jeden Fall fortschrittliche Kräuterkunde. Schneesturm. Kontinuierlicher Kälteschaden. Mhm. Das sind die Flüche. Sache ist, Schneesturm würde ich niemals benutzen wahrscheinlich, also dann gammelt das Ding einfach nur rum. Telekinetische Waffen. Mhm. Zermalmendes Gefängnis. Wachalbtraum. Gegner, die bei der Prüfung ihrer mentalen Widerstandskraft scheitern, werden in einem Wachalbtraum gefangen. Während der Wirkungsdauer dieses Effekts werden sie entweder betäubt, greifen andere Feinde an oder werden zu Verbündeten des Zauberers. Bereits Schlafende können diesem Zauberer nicht widerstehen. So, ich glaube, Magie braucht die auch nicht mehr. Die kann ein bisschen Konstitution noch mitnehmen, ein bisschen Willenskraft. So, Vernichter. Eisige Umarmung, Blitz, alles gut. Und jetzt können wir die Truhe angrabbeln. Wie ihr wünscht. Toll. Ein Kurzbogen. Also nichts von Wert. Na, 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 na. Mhm. Da hier gespeichert wird, muss da Jarwin hinter sein. Deshalb gehen wir erst nach hier oben. Oh, er will den festhaltenden Schuss genau einsetzen. So wird es geschehen. Einfach mal um die Ecke gehen. So, ist doch schon viel besser, wenn wir hier stehen. Dann können wir danach den schönen Kettenblitz ausführen. Und glücklich sein. Vor allem jetzt. Weil der Schock sogar jemand getötet hat. Genau, versuchen wir den Schlafzauber. Ha, sehr schön, alle schlafen. Das kann dagegen den Schreckenzauber nicht bestehen. Neuer Kurzeintrag, Albtraum. Ich dachte, die können nur durch einen Angriff geweckt werden, aber die anderen hatte ich doch noch gar nicht geweckt. Dann können wir schon mal hier hinten hin machen, weil die Angriffe sind zusammen stärker.
Naja, ich sehe, dass ihr kämpft. Ich finde, wir arbeiten gut zusammen. Tun wir auch. Und weißt du auch warum? Weil wir es können. Und weil ich mit Morrigan schlafe. Und weil Alice da ein bisschen gay ist und gerne mit mir Liebe machen würde. Zahmer so Tiefenlaurer. Ein zahmer Bruno. Nee, Bronto. Wie ihr wünscht. Doch wie lange werden diese Ungetüme noch zahm sein? Warum darf ich sowas nicht reiten? Können wahrscheinlich nur Zwerge drauf reiten. Vor allem, sie bewegen sich eigentlich nicht. Sie stehen einfach da. Animationen sind damals teuer gewesen. Genau so wird es geschehen. Ach, da ist die Kiste. Die können wir natürlich jetzt eigentlich nicht öffnen. Und das Problem für unsere Gesundheit wird wahrscheinlich sein, dass alle uns angreifen werden. Ach, verdammte Hacke. Tja, dann gibt's wohl noch eine Truhe entweder oder ich hab's einfach verkackt. Und ich denke, ich hab's einfach verkackt. Na, Javia, was geht ab? Hermann hat also endlich erkannt, dass wir die Stadt übernehmen. Schickt aber trotzdem nicht seine eigenen Männer. Ihr habt euch die falsche Seite ausgesucht. Der König ist unwichtig, solange es eine starke Königin gibt. Ist halt sehr verlaut für jemanden, dessen gesamte Kater tot ist. Ihr werdet ihren Tod hundertfach bezahlen. Tötet sie! Aber lasst das Großmaul am Leben. Ich habe Pläne mit ihm. Ich habe auch Pläne mit dir. Vor allem, du schickst dir deine schwächsten Schlawiner gegen mich. Ah, guck mal, Javia ist da hinten. Brech mal einen Kettenblitz ab und dann versuch die mal zum Einschlafen zu bewegen. Ah, sie hat leider widerstanden. Dann setz mal Schrecken ein. Boah, 147 Schaden kriegt er aus dem Schlaf dann raus. Aua. Hier steht der Javia rum. Und die macht ordentlich Aua. Mehr Aua, als ich eigentlich verkraften kann gerade. Sehr schön. Und so friert man sein Team ein. Ich werde es tun. Ich werde es tun. Verjüngen meine Regeneration? Nein. Ich kann Verjüngen nicht auf mich selbst wirken. Wohin soll ich gehen? Ach du Kacke. Na kommt. Bereit. Ja, schön, dass ihr durch die Falle gelaufen seid, ihr Idioten. So eine schwule Kacke. So, wiederbeleben. Wo ist er denn? Da liegt er. Ich bin dein Schicksal.
Was kannst du machen gerade? Nix. Dann greif den ganz normal an. Befehle. Sehr schön, sie hat ihn direkt wieder umgenietet. Ach du Kacke, und da war noch eine Falle. Wollen die mich eigentlich alle verarschen? Ja. Und ich kann niemanden wiederbeleben mehr. Der geilste Scheiß ist, das automatische Speichern ist natürlich für den Arsch. Ja, okay, ich hab bei der Kiste wenigstens nochmal gespeichert. Ich bin erfreut. In Ordnung. Aber trotzdem beschissen. Warum muss er denn durch die Falle laufen? Das macht keinen Sinn. Normalerweise laufen die auch nicht durch die Fallen, wenn die entdeckt sind. Und jetzt plötzlich? Harrowmont hat... Ihr habt euch die falsche Seite ausgesucht. Der König ist unwichtig. Wir müssen nicht kämpfen, ich will nur reden. Starke, sehr überzeugend. Da eure Klingen voll sind mit dem Blut meiner Männer. Tötet sie! Aber... Aber lasst das Gruß mal am Leben, mit dem habe ich noch Pläne. Seht ihr das da? Das ist eine Falle. Deine Ja, lass sie erstmal da stehen. Wir kümmern uns eben mal um die Meuchelmörder. Vor allem, solange die mich mit dem Bogen beschießt, ist alles okay. Ja, okay, jetzt wird es ein bisschen scheiße, wenn die Alice da in den Rücken, sticht. Oh, das... Boah, kotz die Wand an, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, sofort. Bobby macht so einen Schaden, ne? Versuch mal benommen zu machen, danke. Alistair, bitte mal Trank nehmen. Boah, und der kann die anderen nicht sehen. Kannst sie betäuben? Sehr gut. Dann mach mal maximalen Schaden. Genau, verstärk mal auf Frostwaffen. Das kostet zwar jetzt ganz schön viel an Restmana. Aber jetzt muss ich erstmal leben. Sich hervorragend als Halskette eignen. Aber selbstverständlich. In Ordnung. Boah, wenn ihr nochmal durch die Fallen lauft, ne? Nein, 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 nein! Ihr Idioten! Sie sind einfach nur dämlich, ohne Kack. Sie sind einfach nur strohdoof. Ah, gut. Das Schlimmste ist, da oben war nochmal eine Falle. Ich bin erfreut. Und noch dümmer ist, dass ich die dämlichen Fallen nicht sehen kann. So, Quest aktualisiert. Du hast Javia und die meisten ihrer Helfer beseitigt. Nun ist es an der Zeit, zu Harrowmont zurückzukehren und ihm zu berichten, dass ich ein Mörder genau bin. Genau so wird es geschehen. Tja, können nichts nehmen, keinen Platz mehr. Aber wir haben ja lauter Geschenkkram, den können wir ja einfach mal Leuten in den Rachen schmeißen. Entschuldigt, dass ich dadurch mein Inventar leer mache. Oh, vielen Dank, das ist sehr nett.
Nein, das ist keine gute Idee. Mach das nicht. Oh, vielen Dank. Das ist sehr nett. Ja, ich weiß. Das bringt ja alles nichts. Ein grauenhafter Vorschlag. Oh, was denkt ihr euch nur dabei? Seid ehrlich. Hatte ich auch ein paar Salben oder sowas hier. Was ist das hier? Starke Natur halt, die Werbe. Die muss ich behalten auf jeden Fall. Steinsalbe. Aber selbstverständlich. So, Alistair stimmt nochmal plus eins zu. Ich bin erfreut. Top Proof. Weißt du, was noch besser ist? Ah, gut, da sind wir schon durchgelaufen durch die Falle. Benutzen. Waffen, die mit diesem starken Gift beschichtet sind, entziehen dem Gegner Ausdauer. Katerschlüssel. Rückstoßschläger. Dragoleder. Haube des Distanzläufers. Da muss ich sagen, top. Ausrüsten oder ausrüsten? Tja, wäre schön, wenn ich noch mehr Sachen aus Dragoleder hätte gerade. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Oder würden wir daran vorbeikommen? Nö. Weil wir haben jetzt einen dämlichen Schlüssel bekommen. Und vielleicht kann ich ja damit die Kiste noch öffnen. Ich habe jetzt gar nicht auf den Namen des Schlüssels geachtet, war mir auch egal. Nee. Kann man knicken. Tja, so ist das dann. Naja, wir haben die, sagen wir, die Kriegerprinzessin, die Diebesprinzessin, die böse Frau getötet. Sie hat sich schon in ein Skelett verwandelt. Zwerge verwesen anscheinend richtig schnell. Wie ihr wünscht. Und können damit unseren König auf den Thron setzen. Genau, nimm mal einfach den Krimskrams hier weg. Ich weiß, ich kann es auch in Tränke umwandeln. Jedenfalls das ein oder andere. Jetzt gerade eben nur nicht. Bam, 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 rüber. Ah, hier sind auch noch Truhen. Zwergische Kriegsaxt. Gut, dann können wir das Säurefläschchen zerstören. Und dann haben wir hier die Truhe. Da haben wir einmal einen Liebesbrief drin und ein Großschild. Und das war's hier in dem Raum. Tja. Dann werde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Hören wir uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. Du. Dragon Age Origin. Und wir den König auf den Thron setzen. Im Optimalfall jedenfalls. Und dann müssen wir noch in die Tiefen rein. Ja, ich hab's nicht vergessen. Bei den Bärten all meiner Ahnen. Wie seid ihr? Wo kommt ihr her? Ihr habt ein Loch in meine Wand gemacht. Ja, dieses Loch führt zu einem Tunnel im Versteck der Kater. Ach, wirklich? Verdammt! Wenn davon jemand erfährt, bin ich ruiniert. Alle werden denken, ich hätte etwas mit Javier zu tun. Macht euch keine Sorgen, Javier ist tot. Tot? Wie? Habt ihr... Ihr wart das, oder? Ihr habt sie getötet und dann seid ihr rausgeklettert, mitten in meinem Laden. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich will damit nichts zu tun haben. Und wenn jemand kommt und danach fragt, sage ich, dass ihr es wart. Ihr schon wieder. Wollt ihr etwas kaufen oder eine andere Ecke meines Ladens in Schutt und Asche legen? Natürlich. Natürlich. Vergesst, da ich ein Arschloch am Anfang war. Ich möchte ein wenig mit euch handeln.
Nein, nicht kaufen. Wir wollen 3 verkaufen. So, das sind ja einfache Dolche. Streit haben wir mit Dorn. Geschicklichkeit minus 1 plus 3 Schaden, Stufe 5. Das ist auch nicht so dolle. Die Kurzbögen können wir eh verkaufen. Kurzbögen. Eispfeil, Feuerpfeile. Die behalten wir noch. Dann haben wir hier jede Menge Krimskrams, die wir nicht mehr brauchen. Welche ich ihn gerade finde. Zum Beispiel die Zwergenrüstungshandschuhe, Lederstiefel eines Staubfressers. Können wir mal gucken, ob die Rüstung besser ist als so anderen Kram, den wir haben. Schwere Plattenrüstung, roter Stahl, nehmen wir weg, das ist mir zu basic. Ich weiß, wir haben immer noch nicht aufgehört, weil ich noch eben jetzt die Verkäufe mache. Der große... Moment, makelloser. Großer klarer. Davon brauchen wir eh maximal einen, obwohl bei der 56 kostet. Lassen wir den makellosen Eiskristall. Tja, schön. Sind wir im Städteviertel wenigstens direkt. Und könnten theoretisch jetzt weiterziehen. Aber jetzt machen wir wirklich Ende. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Doc.